So, und jetzt möchte ich meine mobile SIM-Karte einbauen. Ich habe es jetzt mal aus der diesem Telekom-Karte rausgebrochen. Und ich weiß zwar, dass das iPhone 4S Micro-SIM-Karten benutzt, aber ich habe es jetzt trotzdem noch nicht rausgebrochen. Hier, das ist der Schlüssel für zum Öffnen dieses Schachtes hier. Den führt man hier so ein. Oder wie steht es in der Anleitung drinne? So rein. So rein. Und dann kommt es raus. So, das hier. Und da sehen wir Micro SD. Das heißt, ich muss das hier aus der Karte jetzt auch noch rausbrechen. Man kann das auch, wenn man größere Karten schon hat, kann man sich's auch, sieht man da überhaupt was, kann man sich auch diesen Brechrand praktisch ausschneiden aus der großen. So, immer. Und der letzte. Hier, so, jetzt habe ich Micro-SIM-Karte und die setze ich jetzt mal hier ein. Und wieder zurück. Viel Spaß. So einfach ist es mit dem Schlüssel. Wenn man den nicht hat, kann man natürlich auch probieren mit einer Stecknadel oder mit einer kleinen Nadel sowas. Das klappt meistens auch. Büroklammern sind auch gut dafür geeignet.